Tschüss. Ciao. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, falls ihr traurig seid, dass Kat nicht da ist. So, wir sind jetzt im Auto auf dem Weg zum Flughafen. Zwar fahren die zwei heute oder fliegen nach London. Und deswegen werdet ihr die erstmal nicht sehen in diesem Vlog, also die nächsten zwei Tage. Weil die sind übers Wochenende dort und sind jetzt gerade auf dem Weg zum Baden-Airpark. Ich war da noch nie. Ich war noch nie Karlsruhe Flughafen. Schon ganz klein, ach, der ist ganz klein. Ich glaube, der geht sich an Magus oder so. Ja, nicht mal. Ja. So, in Stuttgarter Flughafen gibt es auch seit neuestem ersten Magus. Ja, und auch lange gedauert. Nee, ja. Burger King gab's. Ja. Ich hab voll Hunger, ey. Aber ich bin ein Fan Starbucks. Starbucks. Damit ich meinen Chai-Mokka-Latte vom Boarding noch schnell zippen kann. Aber es gibt im Stuttgarter Flughafen so viele unnötige Cafés. Ja. Voll viele, 4 Stück. Oder? Nicht mal gut. Ja? Ja. Also einer ist okay. Ja, ist okay. Ja, ist irgendwie alles voll überteuert. Ja. Eine Brezel, 5 Euro. Ja, das ist ja beim Flughafen. Ja, nee, aber weißt du, beim Starbucks zum Beispiel jetzt nicht. Ja, Starbucks auch ist überall überteuert. Ja, aber es ist trotzdem teuer, aber es ist nicht so teuer. Ja, also, das ist eine Kette. Magus kostet auch am Flughafen. Ja, deswegen. Aber es gibt andere Sachen bei Magus am Flughafen. Ja. Ja. Was denn? Nicht die gleichen Sachen, die es gibt. Also weniger Sachen. Ja, da ist halt voll viel los, Alter. Ja. In Frankfurt ist immer übelst der High Noon da oben, also die haben doch extra so ja eine Spielecke da für Kinder, das bringt so viel los. Und du bestellst und dann holst du woanders noch ab. Ja, Mann, aber ich mag den Frankfurter Flughafen, weil ich verbinde den immer mit schönen Langreisen. Ja, genau, so du fliegst irgendwo hin, wo es spannend ist. Ist London nicht spannend? Doch, ist spannend. Tschüss. Ciao. Habt ihr noch was zu sagen? Okay. Vlog sein. Ja. Ciao. Ciao. Ich bin jetzt immer noch am Flughafen. Ich esse kurz meine Brezel zu Ende. Hast du das auch immer, wenn zu viel Salz drauf ist? Da war gerade so viel Salz drauf. Ich muss das immer runter machen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob es euch auch so ist. Ich hasse es, im Regen zu fahren, ey. Ich hasse es allgemein, alleine zu fahren. Ich habe jetzt meiner Mama gesagt, dass sie auf Mila aufpassen soll, weil ihr ging es echt scheiße gestern. Und heute Morgen ging es ihr immer noch nicht gut und sie hat immer noch nicht gegessen und nicht getrunken. Und dadurch, dass sie ja auch voll viel gekotzt hat, hat sie ja voll viel Flüssigkeit verloren. Ist schlecht. Und sie ist richtig so voll schwach und so habe ich sie noch nie erlebt. Wirklich so schlecht ging es noch nie. Und eigentlich wollte ich mit ihr zum Arzt gehen, aber geht nicht, weil ich muss heute ins Studio, weil ich habe es schon am Mittwoch abgesagt und ich habe jetzt Mama gesagt, sie soll mal vorbeischauen, weil dann fahre ich morgen auf jeden Fall mit ihr zum Arzt. Vielleicht geht es auch wieder besser heute im Laufe des Tages, aber trotzdem hat man so ein ungutes Gefühl, weil man kennt die Katze nie so. Und nach Nala war ganz komisch, also Nala fehlt nichts, aber Nala hat dann auch nichts gegessen und so, ich glaube wegen Mila halt. Naja. Ich hasse es. Toll. Wir sehen uns dann gleich im Studio. Ich bin noch nicht angekommen in Mannheim. Es ist so Stau gerade. Und ich muss mich irgendwie ablenken, weil es ist schon so lange Stau, dass ich müde werde. Ich muss mich gerne anstrengen, noch wach zu bleiben. Deswegen dachte ich rede mal ein bisschen mit euch, gell? Ja, ich rufe auch noch mal kurz meine Mutter an, weil ich mache mir richtig Sorgen um mein Baby. Ich wäre eigentlich voll gerne mit ihr zum, also ich wäre eigentlich schon heute zu ihr mit egal. Hallo? Ma? Ja? Bist du bei uns zu Hause? Ja. Ah, hast du nach Mila geguckt? Ja, das ist schon alles gut. Wo bist du? Ich bin auf dem Weg nach Mannheim. Bist du alleine? Ja. Das ist langsam ja heute. Okay. Ja. Okay, gute Nacht.
Sie hat Nachtschicht und deswegen schläft sie tagsüber, falls ihr euch wundert, warum ich gute Nacht gesagt habe, obwohl ich nicht nachts bin. Ich kann nicht mehr. Because you're by, cause only you know I don't, you don't trust nobody, beg me. Ich sehe gerade, dass ich gerade die ganze Zeit schon Reserve fahre. Ich muss raus. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe keinen Tank mehr, oh mein Gott. Der nächste Rastplatz. Der nächste Rastplatz ist in 250 Metern, aber ich kenne die Tankstelle, glaube ich. Ja. Oder wenn ich jetzt auf der Autobahn stehen bleibe. You wanna be, 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 yeah. Like Beatles in the city, then back to me and me to confiscate the money. Ich bin jetzt angekommen und hier ist es sehr dunkel. Werden jetzt noch einen Song einsingen, den kenne ich schon lange, aber waren uns noch nicht sicher, ob wir den nehmen oder nicht. Und jetzt ja, nehmen wir den mal auf. Und übrigens, ich habe gerade erfahren, dass der Release der Single wahrscheinlich Januar dann sein wird. Wir sind ziemlich knapp an der Zeit. Und nächste Woche kann ich leider nicht. Deswegen wird der Release dann wahrscheinlich Januar sein. Und aber trotzdem werde ich auf der Glow auftreten mit einem Song. Und ja, seid gespannt. ich bin schon voll aufgeregt, wenn ich drüber nachdenke. Wenn ich vor allem an die letzte Glow denke, ich bin fast gestorben hinter der Bühne. aber ja, seht ihr dann auf jeden Fall. Yeah. Yeah. Okay, können wir mal ganz kurz was ausprobieren? Hm? Oh, jetzt geht's. Und jetzt nochmal den Vers ganz kurz. Back and watch the sky, cause you and I have only known each other for a little while. A summer hurricane, you and I. So, meine lieben Freunde da draußen, ich bin wieder zu Hause. Ich stand die ganze Zeit im Stau. Das war so was von nicht lustig. Eigentlich wollten wir euch noch nicht zeigen, was sich hinter dieser Kamera befindet, weil wir wollten auf jeden Fall noch eine Haustour drehen. Ja, deswegen ist es erstmal ein bisschen geheim hier, ne? Aber das werdet ihr sowieso bald auf meinem Kanal sehen. Jetzt mache ich mir gerade was zum Essen. Eigentlich wollten wir ursprünglich essen gehen, also mit Paddy und so, aber es hat jetzt doch nicht geklappt, weil Paddy schneidet noch an einem Video und das geht natürlich vor. Ich bin jetzt hier gerade mit Paddy im Apostel. Ich habe mir einen Salat bestellt mit Schafskäse,
Und sie hat Spaghetti Bolognese. So, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Ich weiß, der Tag mit mir war nicht so spannend. Hallo Mila. Mila geht's übrigens wieder gut. Gell? Juli kommt jetzt gleich zu mir, weil ich kann nicht alleine schlafen. Ich bin immer so gruselig, wenn keiner zu Hause ist. Es ist so ruhig. Ja. Morgen wird auch nichts Spannendes passieren, kann ich schon mal jetzt sagen. Und ja, warte mal. Fuck. Wir haben an unserer Decke noch so Klebeband von der Halloween Party, weil wir doch solche Dinge aufgehängt, also festgeklebt haben. Und ich komme da nicht ran. Na egal. Also auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen wieder. Ich beende den Vlog jetzt mal. Und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, falls ihr traurig seid, dass Kat nicht da ist. Und bis morgen. Ciao.